Wie kündige ich meine Domain in Shopify? Darum soll es jetzt gehen und zunächst klicken wir hier unten auf Einstellungen, Domains, dann öffnet sich die Liste mit allen Domains, dann klicken wir jetzt hier mal auf die Domain, die ich hier über Shopify gekauft habe. Und wie wir sehen, finden wir hier erstmal keine Möglichkeit, ja, die Shopify-Domain zu kündigen. Der einfachste Weg ist jetzt der folgende, das heißt, man scrollt hier einfach runter, findet hier unten automatische Verlängerung, kann dann diesen Haken abwählen. Dann dauert das kurz, steht Domain gespeichert und sozusagen ist jetzt mit diesem Sinne auch gleichzeitig die Domain gelöscht. Die Domain ist zwar hier noch drin in der Übersicht, wir können da nochmal drauf gehen. Domains, die ist jetzt hier noch drin. Die 14 Dollar haben wir sowieso schon bezahlt, als wir sie das erste Mal registriert haben. Das heißt, wir müssen jetzt eigentlich nur noch so lange warten, bis die Domain sich wieder erneuert und dann fliegt die hier quasi auch aus dem Shop raus. Ansonsten kein Problem, einfach eine neue Domain kaufen und als primäre Domain festlegen. Dann stört die hier überhaupt nicht, auch wenn wir die gar nicht in der Nutzung haben.